Recht herzlich willkommen zur fünften Folge von City Skylines. Ja, sind wir drin in unserem Spiel. Wir haben Probleme mit der Geld erstmal. Dafür müssen wir natürlich gucken. Da ist ein abgebranntes Gebäude. Okay, das müssen wir gleich mal beseitigen. Und wir haben hier drei Dinge, die wir aktiviert haben. Und das kostet uns alle Geld. Das müssen wir erst wegmachen. Das hat anders keinen Sinn. Und wir brauchen unbedingt eine Polizeistation sowie Strom. Strom vielleicht vor der Polizeistation? Ich habe fast die Vermutung. Gut, windradmäßig und wir müssen gucken. Hier ist doch schön Wind. 6000 haben wir uns auch leisten. Stellen wir dahin. Schon wieder ein Stromausfall, genau. Da kümmern wir uns ja gerade drum. So, und dann müssen wir gucken, dass wir eine Polizei kriegen. Den Stromausfall kriegen wir wahrscheinlich hin. Ja. Und dann brauchen wir unbedingt eine Polizei. Dafür müssen wir jetzt sparen. So wie ihr jetzt hier seht, ist es ins Grüne umgeändert. Das liegt halt daran, dass wir müssen bezahlen für die Feuermelder und für den Stromzähler und den Wasserzähler. Verstehe ich zwar nicht ganz, weil jede Firma würde das natürlich dem Kunden aufbürden. Nur in dieser Simulation eher wohl weniger. Ihre Bürger sind unzufrieden. Ja, einen Park bräuchten wir, das stimmt, aber erstmal müssen wir hier die Kriminalitätsrate bekämpfen. Wir können ja mal hier oben in unseren Listen gucken, wie das so aussieht. Also überall rot. Ist klar. Ach nee, wir müssen hier gucken. Da, das ist, wie viel da passiert. Also da wird gerade relativ viel eingebrochen wohl. Das müssen wir wohl etwas eindämmen. Genauso wie hier hinten. So, jetzt ist die Frage, wo setzen wir die Polizei hin? Die müsste hier irgendwo hin. Haben wir da irgendwo was freigelassen für eine Straße, dass wir da erschließen können? Sieht irgendwie gerade nicht so aus, ne? Ist alles bebaut, oder? Ich glaube, hier würde gehen. Da ist gerade gar kein. Doch, da ist das Haus ist da. Aber wir werden es trotz alledem da lang ziehen, denke ich. Die werden sich jetzt nicht freuen, dass ihr Grundstück ihr Zuhause gerade wegfällt. Ich kann es aber nicht ändern. Uns ist jetzt gerade etwas anderes wichtiger und das ist, dass wir hier sicherer leben. Und der Spaß kostet uns 12.000. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das Geld zusammen haben. Hier sehen wir jetzt gerade die Kriminalitätsrate. Ist zwar relativ gemäßigt noch, aber müssen wir was dran tun. Wir können ja gerade mal ein bisschen durch die Statistiken gehen. Na, Strom ist immer noch am Limit. Und wenn der Wind ein bisschen schwächer bläst, dann haben wir schon ein Problem, ne? Wasser haben wir voller Lotte, da haben wir natürlich auch irgendwie hier was falsch gemacht. Haben wir aber abgeschaltet, ne? Ja, haben wir gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, das kostet uns keinen Unterhalt. Dann können wir es auch stehen lassen, dann ist das okay. Abreißen wäre jetzt irrsinnig. Hier fehlt es nämlich schon wieder an Strom. Und eine Feuerwehr wollen sie haben, weil da irgend so eine kleine Prinzessin da im Baum sitzt. Gut. Wie sieht's aus? Wir brauchen Industrie, steht da. Sollten wir uns vielleicht auch drum kümmern, aber das ist ja vielleicht ganz einfach, indem wir hier nur gerade was machen, oder? Da haben wir schon wegen Straße was gemacht. Ja, da werden sich die hier nicht freuen, wenn sie hier auf dem Rücken Industrie haben, aber puh. Mach mal gerade das hier, weil dann können wir hier Platz für eine Straße lassen. Ich glaube so, dann geht da hinten auch eine Straße hin, ne? Ja. Und in diesem Fall, ich weiß nicht, ob da überhaupt Industrie sich ansiedelt in dem Bereich dann. Machen wir da auch noch was hin und da hinten geht ja auch, aber da können wir wieder umschalten auf ganz rein. Gut, dann wächst die Industrie da auch wieder ein bisschen. Wir haben schon 10.000 für die Polizeistation zusammen, das ist doch schon mal positiv. 11.000, 12 waren es, ne? Und Feuerwehr brauchen wir auch. Boah, die schreien hier ganz stark gerade danach. Ich glaube, wenn wir die hier hinsetzen, ist das ziemlich mittig, ne? Komm schon. 300 noch. Nächster Tag, dann müsste das doch schon genug sein, oder? So, jetzt geht's. Ah, nach da hinten reicht das nicht ganz. Sollen wir gerade mal ein bisschen rauszoomen.
In dem Wohngebiet klappt es dann auch nicht. Und da wäre natürlich auch schlecht, ne? Ich zweifle jetzt dran oder hier. Ist auch nicht gut, ne? Das ist ja alles mit Straßen entscheidend. Aha. Das würde bedeuten, wir setzen sie hier hin. Ich glaube mehr auf der Seite. Und gucken zu, dass wir Straßen. Oh, das ging aber doch relativ weit, ne? Die hatten wahrscheinlich gerade direkt einen Banküberfall, sage ich schon. Ja, die schreien, Kriminalitätsrate ist zu hoch. Da ändern wir ja auch gerade was dran. Und dann passt das schon. Ja, da haben sie Wissenschaftler wieder was gemacht. Ich glaube, der ist das, ne? Kriminalitätsrate ist zu hoch. Schauen wir mal gerade, wie dies hier sich verteilt. Okay, da ist es noch relativ schick. Da brennt, glaube ich, ein Haus gerade. Hier hinten sind sie auch am Wein. In diesem Viertel ist es auch schlecht. Das müssen wir dann straßentechnisch mal anschließen. Ja, ich glaube, wenn wir das so machen. Aber das gefällt mir nicht. Ich möchte sie dann doch als Kurve vielleicht haben. Kriegen wir das auch richtig als Kurve sofort hin? Will er irgendwie nicht, ne? Warte mal, dann machen wir dann so. Und dann so. Geht doch, oder? Da gefällt mir das überhaupt nicht irgendwie jetzt gerade. So gefällt mir das noch besser. Sieht jetzt gerade ein bisschen doof so aus, ne? Aber so, jetzt haben wir eine schöne Straße gemacht. Da aber nicht mehr. Und die hätte ich gerne so gehabt. Ja, machen wir. So, das waren Straßen, die wir gebaut haben. So, was macht die Kriminalität jetzt? Ist da hinten besser erschlossen. Aber ich sehe schon wieder, wir haben keinen Strom mehr. Das ist schon mal nicht gut. Ja, es ist wie mit dem Dingens, wie heißt es? Wir brauchen einfach ein, wie heißt das, Kraftwerk? Ein Kohlekraftwerk oder sowas. Da hinten fehlt es dann auch noch am Wasser. Okay, da werden wir gerade mal Sorge für tragen, dass wir die Leitung da verlängern. Sollte dann mit dem Wasser auch besser klappen. Da haben wir ja keine Probleme, ne? Nur mit dem Strom ist das so eine Sache. Aber da sind ganze Viertel, die keinen Strom haben, weil wir, ne? Es nicht schaffen, das in den Griff zu kriegen mit den Windmühlen. Wir brauchen jetzt definitiv noch eine. 3000 haben wir erst, da müssen wir noch einen Moment warten. Moment warten geht natürlich auch schneller, ne? Hier ist Pause, ne? Oder? Ja. Gucken wir, dass wir nochmal 6000 zusammenkriegen. 5000 haben wir jetzt sofort. Ja, geht ja, ne? 5,5, 5,6, 5,7. Jetzt sind wir gerade wieder das Schmutzwasserproblem. Komm schon, damit wir mehr Strom kriegen. Jetzt geht's gerade rapide runter. Setz ich mal dahin. Weil da der Wind gut ist, ne? Ist auf dem Hügel oder sowas. Gut.
Jetzt geht's mit dem Strom wieder ein bisschen besser. Na, da hinten gibt's immer noch einen, der keinen Strom hat, aber der muss dann vielleicht mal den Stecker in der Steckdose stecken. Wind hatten wir schon angeklickt, ne? Hier hinten die Windräder sind natürlich schlecht positioniert, ne? Da gibt's nicht viel Wind. Die bringen wahrscheinlich gar keine Leistung, aber das können wir ja gerade mal abchecken, oder? Wenn wir die anklicken, dann wissen wir das. Ausgangsleistung 4 Megawatt. Die haben alle 4 Megawatt und diese hier sind wahrscheinlich stärker. Guck, 7 Megawatt. Ja, da müssen wir definitiv. Das sind die 8 Megawatt, das ist Maximalleistung. Irgendwann werden wir die wohl umschichten müssen. Da hat es gebrannt, da auch. Das heißt, die Feuerwehr wird auch schon wichtig werden. Zoomen wir mal rein, damit wir das da abreißen können. Ich hoffe, das war jetzt nicht die Schule. Ne, ist zum Glück daneben gewesen. Und hier war auch eins, ne? Sonst noch irgendwo was zum Abreißen? Nein. Gut, dann sollten wir wieder ein paar neue Bereiche machen. Strom ist ja ziemlich egal, aber Wasser brauchen wir. Wasser ist hier an der ganzen Straße da. Das heißt, hier machen wir erstmal den Kommerz noch hin. Entschuldigung. Hier wollte ich wohl gucken, dass wir da eine Straße reinmachen. Das heißt, wir machen es so. Okay. Auf der anderen Seite würde ich auch Kommerz gerne machen. Brauchen aber noch mehr Wohnraum. Wie sieht's mit Wasser aus? Hier unten noch nicht. Dann müssten wir das ein bisschen verlängern. Vielleicht können wir es mehr so machen. Machen wir so. Haben wir. Gut, und da wieder rein und Wohnraum gebastelt, ne? Irgendwo muss die Straße rein, da. Das heißt, wir machen hier Wohnraum hin. Da müsste doch noch Wasser sein dann, ne? Oder? Ja, sogar noch ein Stück weiter. So, das haben wir schon mal. Kann wachsen. Industrie ist auch verlangt, habe ich da aber schon gemacht da hinten, ne? Oder? Ja. Aber wir müssen dann gucken, dass wir die Straße da hinten reinkriegen. Tja. So, oder? Machen wir das so oder nicht? So machen wir das und dann gehen wir hier hinten dran, ne? Genau, das ist doch schön, oder? Ja, das Eckgrundstück hat es erwischt, aber das müssen wir jetzt mit leben. Ein paar Stichstraßen noch reingemacht. Oh, einen Rückwärtsbutton gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Da haben wir gerade sch was Schlechtes gebaut. Ne. Diese Straße muss weg und die auch. So, jetzt ist besser. Und dann noch eine Stichstraße wieder gebaut. Den Bulldozer aus. Der rastet so komisch ein, ne? Komm so und fertig. Und auf der anderen Seite müssen wir auch rein. Allerdings werde ich da dann doch wieder die Schlangenlinie favorisieren, ne?
So ist das schon dann gut. Nee, komm. So ist schon okay, hä? Gut, da haben wir ein schönes Industriegebiet, wo viel möglich ist. So, hier ein paar Grundstücke machen. Gucken, wie es mit dem Wasser aussieht, weil das ist ja auch noch eine Frage. Passt. Ich glaube, haben wir erst abgedeckt, oder? Ja. Können die was bauen? Die wollen natürlich noch mehr Industrie haben, ne? Ja, irgendwann müssen wir die Straße vielleicht wahrscheinlich vergrößern. Dann reißen wir hier wieder einiges ab. Ist aber halb so wild. Kriegen wir schon noch hin. Gut, okay. Das haben wir. Gut, Geld fließt. Ist auch nicht verkehrt. Strom ist wahrscheinlich wieder ein Problem. Ja, wie immer am Limit. Hier sieht's Wasser aus. Wasser ist genug. Müllabfuhr könnte besser sein. Brauchen wir noch mehr von der Müllabfuhr? Wir können die überall lang fahren. Aber hier hinten hapert's schon. Oh, da hapert's auch mit dem Strom, ne? Das werden wir mal schnell noch machen hier. Das lassen wir frei. Und schon ist das erledigt mit dem Strom. Gut. Komm, machen wir hier auch noch. Und da auch noch. Dann ist der Kommerz auch befriedigt. Hier hinten fehlt es noch an Strom. Ja, weil wir zu wenig Windräder dann haben. Können wir aber gerade eins bauen, sehe ich. Und hier war ja ziemlich gut, ne? Machen wir da noch eins hin. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.